Wie bist du eigentlich auf Freestyle gekommen, wenn ich fragen darf? Okay, ich kläre auf. Wieso mache ich diese Freestyle-Tricks und spiele nicht normal Fußball? Das liegt nämlich nur an dieser Kiste Mezzomix. Hä? Wieso das? Fragt ihr euch jetzt safe. Wenn ihr jetzt gerade im Video seht, bin ich vor 10 Jahren. Mein Vater meint zu mir, Yannick, du kriegst eine Kiste Mezzomix, wenn du es schaffst, um unser ganzes Haus zu jonglieren. Natürlich habe ich es nicht beim ersten Versuch geschafft. Aber ich habe eine Sache gemacht. Immer weiter. Ich wollte einfach unbedingt diese Kiste Mezzomix haben und habe dann auch irgendwann die Treppe gemeistert. Meine Ballkontrolle ist durch die ganze Sache natürlich sehr gut geworden und dann habe ich mit den ersten Tricks gestartet. Und ja, dann hat alles seinen Lauf genommen. Das Tricks hat mir mega Spaß gemacht und ich bin jeden Tag besser geworden. Und wenn es euch interessiert, wie es heutzutage aussieht, wenn ich um unser Haus jongliere, hier ein kleiner Eindruck für euch.